Herzlich willkommen bei Natureborn GMS 2.0 und da wären wir wieder nach dem harten Kampf mit den Leuen, wo ich beinahe echt verzweifelt bin. Boah, Junge, ich fand ihn echt schwer und ich bin immer noch echt aufgewühlt. Alter. Ja, man muss eigentlich nur einen richtigen Moment eigentlich so parieren und schon klappt das, aber irgendwie hat das irgendwie gar nicht geklappt, Alter, bei mir. Und danach habe ich auch keine kampfstarken Waffen gehabt. Aber. Na, Alter. Also damit können wir doch schon was weghacken, oder was? Naja, 24 ist auch nicht so der Oberburner, aber. Wenn ich so überlege, ich habe die ganze Zeit mit dem Wächterschwert auf ihn eingehackt. Nicht besonders gute Rüstung und ich habe ihn trotzdem geschafft, aber ich habe dafür mein ganzes Fressen verballert. Alter. Heftig. Ich habe eigentlich gehofft, hier sind noch ein paar Pfeile, aber die, die ich weggesammelt habe, die sind wohl auch weg. Kommen wohl nicht wieder. Dann machen wir mal Prüfung Nummer 2. Das hat Ganze schon mal gemacht. Elegant. Boah, ja. Hab ich dieses blöde Pferdmensch, Pferd irgendwas weggehackt, Junge. Geil. Ich glaube, da habe ich noch einen Grog-Samen übersehen. Und ich glaube, hier oben könnte man auch mal raufklettern. Eigentlich fast alles, was mit Klettern verbunden ist, ne? Das bringt auch was. So, aber das Schwert packe ich mal beiseite. Dann nehmen wir halt mal das hier. Boah, Junge, Junge. Sei gegrüßt. Ja, hier, bitteschön. Mir geht schon wieder gut. Okay. Oh, eine Tora Beinschutz. Cool. Okay, vor langer Zeit geschmiedet, bla bla bla, immer her damit. Leider kamen immer weniger Leute und tja, war überfällig. Also. Okay. Können uns immer noch ein Headzone. Das hätten wir eigentlich ja vorher schon machen können, wo wir auf dem Weg zu ihnen waren, zu den Leuen. Aber ich wusste auch nicht, dass ich ihn jetzt bekämpfen tue. Das war eigentlich wollte ich nur ein Foto machen. Aber jetzt haben wir ihn einmal schon besiegt. Dann können wir uns auch demnächst mal die anderen vorknöpfen. Aber ich hätte halt gerne noch vorher das Masterschwert, das wäre cool. Und dafür bräuchte ich ja eigentlich jetzt nur noch drei Schreine. Da habe ich 13 Herze und dann sollte das eigentlich passen. Gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwo eine Nebenmission? Kröten habe ich jetzt leider nicht.
Den Hinox. Sag mir wo und dann. Dann nehmen wir uns den jetzt auch noch vor. Oh ja, her damit. Sehr gut. Hat kein Schild. So, ich würde sagen, wir kochen uns ja noch vorher noch was, ne? Bevor wir den Typen angreifen. Gibt es doch auch irgendwo eine Kochstelle. Historiker. Ja, mache ich. Aber nicht gleich jetzt. Okay, wird jetzt aber erst 10 Denksteine finden. Okay, ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt echt mal voll Bock auf Kochen. Ich brauche was zu essen. Ist der König? Oh, wo ist denn, gibt's denn hier das Essen? Gut, hier haben wir eine Kochstelle, da werden wir auch, glaube ich, mal anfangen, was zu kochen. Gucken wir erstmal, was hier noch hat. Dampfpilze, ja. Sehr schön. So, noch ein paar Pilze in die Hand. Äpfel davon. Was haben wir noch? So, rein damit. Hör auf, wird wieder Obst. Scheißegal. Maxi-Trüffel hört sich auch sehr gut an. Und dann nehmen wir noch. Jo. Was haben wir noch? Und ein Barsch. Muss ja mega jetzt ein Teil rauskommen.
Küsst die Frau? Gebrauchen. Was haben wir noch? Maxi Trüffel. Maxi Fleisch mit Ausdauer, ja, das wäre cool. Nö, nee, leider nicht. Aber die 10 Herzen auf, auch gut. Man muss alles kreuz und quer reinschmeißen. Scheißegal. Ein bisschen Kraut ist auch immer gut. Hört sich jetzt nicht so mega toll an. So, ich glaube, das reicht dann auch langsam angekocht, würde ich sagen. Müssen ja noch irgendwas machen hier in dem Part, ne? Alles klar, gucken wir mal. Okay. Fürs Erste sollte es erstmal reichen. Okay, dann werden wir uns nämlich jetzt den Dings vorknöpfen. Schnell noch das kleine Riesenproblem. Was hat er für ein Problem? Gucken wir noch mal kurz. Oh, ein Hyane. Oh, dankbar. Bla bla bla. Er repariert. Material. Was für Material? Leuchtsteine. Ich habe, glaube ich, sogar welche. 10? Gucken wir mal. Lass uns mal schnell nach 10 los. Ja. Okay. Ist in Ordnung. Also hier können wir schon mal Diamanten beschaffen. Sehr gut. Hier muss ein kleiner Teich sein. Alles klar, da. Den wollen wir dann mal fertig machen. Den machen wir dann noch für diesen Part und ich glaube, da machen wir erstmal Schluss. Danach, im nächsten würde ich dann sagen, suchen wir die letzten 3 Schreine, holen das Masterschwert und machen dann den nächsten Titan. So habe ich mir das gedacht. Und nach den Titanen machen wir dann erstmal wieder ein paar Nebenmission, weil ich glaube, dann ist ja nicht mehr viel. Hey, wie soll ich denn da hinkommen, Junge? Das war ja natürlich klar. Auch klar. Steine sind natürlich ein Arsch. Das wird auch schon wieder unser Ende sein, ne?
Na komm, bevor wir krepieren. Dafür ist die Ausdauermedizin natürlich wieder sehr gut, ne? Schaffe ich doch nie von hier. Und letztendlich sind wir doch krepiert, Alter. Ein Bullshit, Alter. Warum nicht gleich so, ne? Nein! Alter, da liegt dieser beschissene Scheiß hier im Weg. Sein Ende. Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wieder ab zurück. Bevor wir jetzt aber zurücklaufen, teleportieren wir uns schnell zurück. Und dann haben wir die nächste Nebenmission erledigt. Sehr gut. Ja, wir müssen ab und zu mal ein paar Nebenmissionen machen. Weil. Ja, gute Frage. Weil in der Hoffnung, ein paar geile Items zu bekommen, ne? Also jetzt zum Beispiel haben wir ja eben gerade noch ein schönes Beinkleid bekommen. Ne? Also von daher. Und vielleicht bringt uns auch die ein oder andere Nebenmission zum Schrein noch. Ist das gewesen? Nein.
Cody. Haben wir das nächste gemacht? Gucken wir mal kurz. Hier ist noch ein bisschen. Ein paar haben wir ja schon gemacht, aber. Und irgendwie fast alle im Dorf der Zoos. Na gut, 3 von 5 im Dorf der Zoos. Ja. Frösche habe ich leider nicht genug. Auf jeden Fall werde ich mal dran denken. Wirklich viele Erinnerungen haben wir auch noch nicht gefunden. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir noch mal ganz kurz nach Kakariko. Wo wir hier schon in der Nähe sind, da können wir auch mal. Naja, doch nicht in der Nähe. Teleportieren wir uns da fix hin. Ja, sehr gut. Und die Grogsamen müssen wir auch mal langsam eintauschen, um unser Inventar größer zu machen. Definitiv brauche ich ein, zwei mehr Waffenslots und für Schild wäre auch ganz gut. Die Schilder, die gehen so schnell kaputt, Alter. Wobei das jetzt von den Gerudo hat eine Weile gehalten. Zu schade, der Scheiße. Dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Ja, sehr schön. Danke, bevor ich das vergesse. Also, Hammer. Ja, ich weiß, das ist der letzte. Da will ich denn auch danach hin. Okay, ist egal. Da muss ich jetzt mal glatt mal gucken. Aber ist genauso gut wie das, was ich jetzt anhabe oder sonstiges, ne? Cool. Was will die Alte denn jetzt schon wieder? Rette die Prinzessin Zelda. Ja, hatte ich vor, du. Okay. Sehr schön. Wollen wir noch die Hühnermission machen?
Was? Vier sind nur da? Okay. Irgendwo noch so ein schwules Vieh sehen. Hier vielleicht noch so ein blödes Huhn. Sieht auch sehr komisch aus. Okay. Dann hämmern wir uns mal durch, ne? Gar nichts, Alter, was soll denn der Scheiß? Nee. Okay. Leck mich doch, Alter, was soll denn der Scheiß? Also hier ist definitiv kein Huhn mehr. Ich wollte doch nur noch die beschissenen Hühner finden. Da ist eins so. Ja, Junge, wie soll ich denn an das Huhn kommen? Wo ist jetzt der scheiß Huhn, Alter? Fuck, Alter, habe ich jetzt das Huhn eliminiert oder was? Ich krieg einen gehuhnt, Alter. Ach, das scheiß Huhn kann mich jetzt mal, Alter. Okay, Leute. Ich glaube, wir machen hier mal Feierabend. Denn ich sehe, der Part ist auch schon wieder nach Bonn. Alles klar, Leute. Dann machen wir nächstes Mal noch ein, zwei Nebenmissionen und dann geht's weiter zum nächsten Titan, ne? Gut, bis dann. Ciao.